Hey Leute, hier mal ein kleines Video, in dem ihr seht, warum es sich lohnt, sich mit den Fotografie-Grundlagen zu beschäftigen und ja, den manuellen Modus eben zu erlernen sozusagen. Und ich habe dazu einfach mal ein paar Beispielbilder gemacht. Und zwar habe ich hier mal mit der Canon EOS 600D im Vollautomatikmodus fotografiert. Und das heißt eben, die Kamera macht wirklich alles selbst. Ich brauche eigentlich nur den Auslöser zu drücken. Und ja, wie man sieht, hat die Kamera auch den internen Blitz benutzt und das Bild ist eben komplett ja, tot geblitzt. Und die hier ist der harte Schatten, der Hintergrund ist noch relativ scharf. Und warum nutzt die Kamera den Blitz? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Kamera belichtet eben hier hinten auf den Hintergrund, also auf das Gegenlicht sozusagen, und muss dann vorne das Objekt mit dem Blitz aufhellen. Ich habe dann einfach mal das Moduswahlrad eine Stufe weitergestellt, damit der interne Blitz nicht aufklappt und genutzt wird. Und dann sieht das Bild so aus. Also es ist immer noch der manuelle, der Komplettautomatikmodus, der Vollautomatikmodus. Und da sieht man eben, ohne Blitz ist das Motiv viel zu dunkel. Und ja, das ist eben, weil die Kamera, wie gesagt, auf das Gegenlicht auch belichtet. Und damit eben nicht klarkommt, weil die Kamera immer so einen Mittelwert aus allem nimmt und immer irgendwie 18% grau im Bild berechnet und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so halt nicht zu gebrauchen. Auch der Fokus ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen irgendwie gar nicht im Bild, keine Ahnung. Da ich eben auch die Autofokus-Messfelder auf Automatik stehen hatte und das Bild ist sogar ein bisschen verwackelt anscheinend, da die Verschlusszeit viel zu lang gewählt wurde von der Kamera. Ich habe dann ein manuelles Bild gemacht und da sieht man auch deutlich, dass der Hintergrund unschärfer ist, da ich eben eine weit geöffnete Blende gewählt habe und der Bär ist auch wirklich heller belichtet, im Gegensatz zu vorher, wenn wir wieder schauen hier, der Hintergrund auch, da ist alles extrem, also der Hintergrund ist noch mit scharf und hier ist eben schön unscharf, dann kann man eben bewusst diese Unschärfe einsetzen und der Bär ist eben auch belichtet, sodass man damit wirklich mit dem Bild was anfangen kann und wenn man möchte, bearbeiten kann. Das Ganze habe ich noch draußen gemacht, auch bei Gegenlicht bzw. extremem Sonnenlicht und das ist jetzt auch eine Automatikaufnahme, die geht jetzt eigentlich noch von der Belichtung, also da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Was mir hier aber auch auffällt, ist der Hintergrund, der ist eben auch zu scharf, auch vor allem für Porträtaufnahmen zu scharf und da lenkt das eben einfach das ganze Klimbim hier hinten, lenkt eben vom Motiv ab und da ist es auch so, wenn ich dann manuell wieder belichte, dann oder beziehungsweise manuell alles einstelle, dann habe ich wieder eine geöffnete Blende gewählt. Der Hintergrund ist somit wieder unscharf. Der Bär ist auch meiner Meinung nach besser belichtet, also heller. Wenn wir da wieder vergleichen, wirkt das dann doch wieder sehr dunkel irgendwie. Und das Bild ist auch im Ganzen irgendwie nicht so stimmig. Ich finde das hier einfach freundlicher. Man kann damit auf jeden Fall. Also man hat gutes Grundmaterial, um dann weiter zu bearbeiten, wenn man das möchte. Und das ist eigentlich das, was ich euch mal zeigen wollte jetzt. Und deshalb würde ich eben wirklich jedem empfehlen, sich mal die Grundlagen anzuschauen. ISO, Blende, ISO-Verschlusszeit und diese ganzen Werte eben mal zu lernen und sich wirklich damit zu beschäftigen. Auch wirklich fotografieren und nicht nur die Videos anschauen oder so, sondern wirklich das Ganze auch wirklich ausprobieren. Jetzt habe ich oft genug wirklich gesagt. Also wie gesagt, schaut euch die Videos an. Ich habe ja zu den wichtigsten Sachen was gemacht. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ihr konntet mal ein bisschen da jetzt sehen, warum sich der manuelle Modus vielleicht wirklich lohnt. Und es ist auf jeden Fall wert. Ihr seid auf jeden Fall auch schlauer als die Kamera. Und die Kamera macht im Automatikmodus eben wirklich immer irgendwelche Mittelwerte aus allem. Und also beschäftigt euch damit, das bringt euch auf jeden Fall was, wenn ihr da Interesse oder wirklich Interesse an der Fotografie habt. Gut, das war's.
Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da freue ich mich drüber und dann sehen wir uns auch im nächsten Video schon wieder. Und ja, ich sage dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.